Die hatten den Auftrag, den Hörsaal am Einmarsch zu führen. Von führen konnte da gar keine Rede sein. Es funktioniert aber nur, wenn jeder hier versteht, worum es geht. Es geht um den unabdingbaren Willen zur Auftragserfüllung. Sie kriegen den Auftrag und der wird ausgeführt, egal wie. Sie müssen bereit sein, Entbehrungen zu ertragen. Ich werde dir jetzt was sagen, was du schon längst weißt. Die Welt besteht nicht nur aus Sonnenschein und Regen. Hier ist oft ein gemeiner und hässlicher Ort. Es ist mir egal, wie stark du bist. Sie wird dich in die Knie zwingen und dich zermalmen, wenn du es zulässt. Du und ich, und auch sonst keiner, kann so hart zuschlagen wie das Leben. Aber der Punkt ist nicht der, wie hart einer zuschlagen kann. Es zählt bloß, wie viele Schläge er einstecken kann. Und ob er trotzdem weitermacht. Wie viel man einstecken kann und trotzdem weitermacht. Nur so gewinnt man. Wenn du weißt, was du wert bist, dann geh hin und hol es dir. Aber nur, wenn du bereit bist, die Schläge einzustecken. Zeig nicht mit dem Finger auf andere und sag, du bist nicht da, wo du hin wolltest, wegen ihm oder wegen ihr oder sonst jemandem. Schwächlinge tun das und das bist du nicht. Du bist besser. Ich kann nur sagen, seht euch den Mann neben euch an. Seht in seine Augen und ich glaube, dann werdet ihr jemanden sehen, der genauso denkt wie ihr. Ihr werdet einen Mann sehen, der bereit ist, sich selbst für das Team zu opfern, weil er genau weiß, wenn es darauf ankommt. Dann tust du dasselbe für ihn.